Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Schönbau-Rollenspielprojekt hier auf dem Drago-Basler-Kanal. Wir sind hier gerade am Bauen und ich bin hier nach Süden gegangen und habe da einen Mangroven vorerst gesucht. Bin bis hierhin gekommen und wir haben bis jetzt noch keinen gefunden. Die müssten aber irgendwo hier sein. Also suchen wir noch ein bisschen weiter. Währenddessen muss ich noch kurz schauen. Ja, Schlafsack haben wir dabei. Wir haben einen Rucksack. Haben wir den leer? Ja, sehr gut. Und wir haben hier irgendwo einen fahrenden Händler. Genau, hier hinten. Super. Jo. Immer noch schön in-game, oder? Schön am Vloggen sozusagen. Schön euch zeigen, was wir alles machen können. Und wir haben ja geplant, wirklich so ein Dschungeldorf für die Dorfbewohner zu bauen. Dafür müssen wir noch ein bisschen Holz fällen ab und zu. Okay, die kann man leider jetzt momentan nicht mehr brüten. Das heißt, wir haben einfach nicht Essen. Aber gut, haben wir irgendwo noch... Nee, wir haben keine Sammeln. Sammelt habe ich, glaube ich. Ja, dann können wir noch mal kurz sammeln. Gehen die am liebsten hier runter. Ich baue jetzt aber hier auch mal noch ein Halfstep hin oder so, damit wir besser zum Garten runterkommen. So. Jo. Also, legen wir doch mal die zwei Sachen hier rein. Haben noch nicht sortiert, ja. Dann, gut, dann können wir mal Brot herstellen. Die Kühe müssen wir jetzt nicht unbedingt so schnell füttern wieder. So, dann gehen wir mal nach Süden. IT-Berg möchte ich euch kurz zeigen und dann, nicht genau, was es ist. Gehen wir mal zum IT-Berg. Das ist wahrscheinlich dort. So. Dieser Berg hier sieht ein bisschen aus wie IT. Für mich. Ah ja, ich habe gar keinen Punkt gemacht. Aha, dann ist Lush Caves da unten. Okay. Dachte schon. Ja, dort müssen wir hin. Also es sieht ein bisschen aus wie IT und es hat hier oben auch noch ein bisschen Erde und Stein. Lustig, hier können wir auch etwas Schönes bauen, wenn wir da die Zeit finden. Und genau, dann müssen wir hier. Lushcave 2. Ist auch im Wasser scheinbar. Lushcave. Ja, da drüben. Genau. Okay, da haben wir ein Dorf, das habe ich letztens gar nicht gefunden. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Server aktiv. Muss zwar die Version von 1.20.1 auf 1.20.4 wechseln. Aber ich habe ja da gemeint, ja, Spigot gibt es scheinbar nicht für die neueren Endzahlen, Versionen und so weiter. Aber scheinbar schon. Also es ist einfach so von GPortal auch schon drin. Nur dort habe ich immer wieder Probleme, dass einfach die Updates von den Mods zu schnell kommen und die brauchen eine schnellere, also eine neue Fabric-Version. Und dann muss ich da ein paar Sachen wieder rausnehmen. So, für einen Modpack ist es besser, wahrscheinlich auf 1.20.1 zu spielen. Ja. Okay. Ja, ein schönes Dorf. Cool. So, ich hoffe, wir haben heute Glück. So viel erkunden möchte ich natürlich nicht. Ich werde jetzt nicht den ganzen Part erkunden. Also, wir finden gerade etwas Gutes. Aber ich brauche unbedingt dieses Mangrovenholz. Ich glaube aber hier drin ist auch so ein Holzfäller-Mod. Ich hoffe es jedenfalls. Sonst mache ich noch einen rein. Ne, ist nicht drin, aber ich muss zuerst mal ein bisschen besser suchen. Die falsche Seite. Gedreht worden. So, Zombie. Du hast dich einfach hier kurz spawnen lassen. Blutspritzer. Ja, da haben wir wieder diese neuen Sachen. Das ist, glaube ich, Botanik oder Holzfäller. Der
sieht von der Seite auch geil aus. Je nachdem. Nehmen wir das jetzt einfach mal noch nicht mit. Der Beruf können wir mal anschauen. Das ist der Bogner. Jäger, okay. Knochen. Oh, Leder, sehr gut. Wunderbar. Also, wir könnten in diesem Part eigentlich noch ein bisschen uns vorbereiten, den nächsten Part dann das Dorf zu machen. Wir werden aber auf Peaceful spielen natürlich, sonst wird es zu schwer, immer alles auszuleuchten und so. Und wir wollen ja erstmal Dorfbewohner haben und nicht alle kaputt schlachten müssen. Und wenn wir das Dorf dann im Dschungel haben, das ist ja nebendran, das müssen wir zuerst zum Dschungel bringen, dann können wir auch auf Easy manchmal spielen und sogar durch die Nacht mal wach bleiben und da die Eisengoleme, die wenn dann mehr sind, noch kämpfen lassen und so. Aber jo, die wichtigsten werden wir wahrscheinlich ein bisschen einsperren. Dorf, also Berufe. Irgendwie so etwas. Aber ich bin noch nicht so gut. Ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Richtig großes Dorf. Auf dem Server mache ich auch so ein Dorf. Aber dort sperre ich die einfach in einen einzelnen Raum ein. Am besten unterirdisch. Ja, dort sind die Monster auch immer an. So, sehr guter Loot hier im Dorf. So, du hast... Okay, schon wieder die... Töpfe. Sieht so aus, als würde hier ein Mangrovenwald sein. Sonst muss ich halt nochmals ein bisschen länger spielen und denke, das ist wahrscheinlich eine Savanne. Also die Bäume auch dort hinten. Okay. Aber ja, ich habe gar nicht mal so viel Zeit zwischendurch noch zu farmen, zu suchen und das. Ja, sonst, ja, im Singleplayer könnten wir sonst auch Locate einsetzen oder so, irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht, also so lange suchen wir jetzt noch nicht. Das wäre ja dann schon ein bisschen zu leicht. Schade, aber jo, das hat so uns... Und seltene, also wirklich seltene Biome, die viel zu selten sind, damit man sie eigentlich immer wieder hat. Aber gut. Der Entwickler muss es wissen, wie sie die Spieler unterhalten. Mich unterhalten sie mit dem Suchen ständig, aber auch nicht unbedingt. Ich bin zwar ein bisschen einer, der ja, gerne ein bisschen länger suchen würde, aber eben, wenn man so wenig Zeit hat, oder? Ich muss ja so extrem viel Sport auch machen. Ich habe jetzt am Wochenende auch fast nie Zeit gehabt zum Livestream. Das ist, jo, man macht ständig etwas. Für einfach auch andere Leute, damit sie Spaß haben und so. Ich würde auch gerne Zeit haben zum Vloggen, aber ich habe weder eine resistente Kamera, die nicht bei Hitze oder bei Kälte Probleme macht oder zu viel Arbeit, also zu viel Speicher braucht oder so. Nur eine GoPro und die ist auch nicht ganz so hitzeresistent, wie es diesen letzten Sommer war. Und jetzt in dem Winter würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerne vloggen. Ja. Mal eine neue, vielleicht eine Sony-Kamera kaufen oder so. Die neueste. Irgendwann, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mehr ja, Bekanntheit habe, mache ich das schon. Wenn es euch interessiert, aber ihr dürft gerne auch schreiben, ja, nein, das interessiert euch gar nicht. Diejenigen, die natürlich auch bei mir Kommentare schreiben und mich auch natürlich ein bisschen helfen beim Aussuchen, so, die bekommen natürlich ihren Content, bei mir schon. Keine Werbung und auch nicht blöde Sachen wie zum Beispiel Abo bitte und Like bitte. Das müsst ihr selber wissen, wo ihr liked und wie. Und wo ihr Abos gebt oder wie. Könnt auch jeden Tag ein Abo geben, aber das, da habe ich nichts davon. Das hat, haben andere auch nichts davon. Jo.
Der Mensch muss halt wissen, was er macht, was er mal Gutes macht, was er Schlechtes macht, was er überhaupt macht. Und ja, ein bisschen anstrengen kann man sich ja immer noch. Ja, ich bin auf jeden Fall immer eigentlich ziemlich glücklich mit meinem Leben, weil ich natürlich viel für andere auch da habe. Ich habe eben auch nicht Zeit, immer wieder viele Videos zu schauen. Also zwischendurch auch Livestreams vor allem. Ich immer mega gern. Und wenn ihr das nicht übertreibt, das Hobby, dann habt ihr auch mehr Spaß unter den Videos. Und wenn ihr gamet, nicht zu viel gamen. Ja. Hey, hier ist echt langweilig, ne? Immer das gleiche gewaltige Zeugs. Vielleicht suchen wir einfach am falschen Weg. Ich würde gerne einfach links herumgehen können, gegen den Uhrzeigersinn. Aber ich gehe jetzt hier eher mit dem Uhrzeigersinn in die Richtung. Aber dafür sind wir einfach schneller mit dem Boot. Und brauchen kein Essen. Nur wenig. Ja. Ja, ist nicht gerade so ein gutes Sieht. Er gefällt mir zwar so von den Bauorten. Aber eben in der Wüste, nö. Ein Mangrovenwald, ein Sumpf. Ja, nur ein großer Sumpf. Einen einzigen. Und so Sachen. Schleime müssen wir aber auch bald dann farmen. Ich habe da ein paar Ideen, was ich machen könnte mit Schleimblöcken und so. Aber, ja. Ich möchte jetzt einfach hier ein bisschen segeln. Schön auf einem großen Fe Segelschiff. Ja, es heißt halt immer Bootsfahren, aber ja, es hat nichts mit Fahren zu tun. Es heißt, es ist einfach eine Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Das Bewegen. Okay, nicht gerade so toll. Hä? Also ich möchte jetzt nicht allzu lange immer das Gleiche machen. Durch die gleichen Biome gehen. Schade, ich hätte nämlich gedacht, ja, jetzt sind wir an einer Location. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt mich um den Server auch kümmern. Und habe dann mich mega lange um den Server gekümmert. Ich musste sehr viele Scripts umändern, Befehle umändern und so. Das ist überhaupt nicht gut. Es ist immer noch mega schwer, einen Server auf die Regeln und die Sachen, wo man machen kann, umzustellen, weil die das einfach nicht wollen, einfach so veröffentlichen. Jetzt. Ja, haben wir viele Sachen selber geschrieben. Ich habe ein Skripte und ich habe einen Plugin-Macher. Und die sind wunderbar. Und ja, nervt gerade immer die ganze Zeit mein Kunst. So, ja, ich habe doch gesagt, ich habe keinen Hunger. Aber dann noch so, oh, ich habe etwas gemacht, ja. Wenn man keinen Hunger hat, kann man es einfach nicht essen. Das ist ja so ein bisschen problematisch, wenn man ein paar, ja, Mitbewohner hat, die man halt einfach hat in einer WG. Ah, ich werde zu viel bewirkt, weil ich eigentlich der Einzige bin mit einer schweren Krankheit. Die anderen haben eher, ja, andere Sachen, die sie ein bisschen plagen, nicht selbstständig. Also schon selbstständig, aber nicht gerade so ohne Hilfe lebend machen. Und dann bist du natürlich immer derjenige, der befürwortet wird, aber dennoch eigentlich auch ein bisschen im Stich gelassen wird. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Das nennt man einfach unfaire Einteilung von einem Leben. Und dann ständig immer wieder gestört werden. Oh, das muss gemacht werden. Das habe ich für dich gemacht. Bin ich nicht gut, wenn ich etwas koche für euch und so. Aber alles andere lassen sie einfach dort. Und dann muss ich wieder alles aufräumen. Da brauche ich wieder Zeit. Die Zeit geht wieder weg von den Videos oder vom Livestreaming. Das stört mich immer wieder ein bisschen. Gerne. Und genau das ist halt, oder? Menschen können halt gegenseitig sich auch auf den Geist gehen. Weil ich sage Sachen und dann möchte ich gerne in Ruhe gelassen werden, weil ich jetzt eben Aufnahmezeiten habe. Und dann stören sie mich trotzdem. Die ganze Arbeit. Durchgehend stören. Schon wieder ein Dorf. Und ein schönes Dorf auch wieder. Also ich glaube, auf diesem Seed gibt es nur schöne Dörfer. Kann das sein? Ich würde gerne hier kurz schlafen in einem Bett. Hey, mit dem selber schlafen. Da wohnt einfach jemand. So. Wow. Endlich Brot, endlich Nahrung. Okay, wieso war jetzt kurz dieser Lag? Einfach weil Mods ohne Iris und so Sachen laggen. Keine Ahnung, was die hier arbeiten. Das brauche ich nicht. Die Erde würde ich gerne mitnehmen. Also langsam sind wir voll. Deshalb habe ich ja auch nicht alle als Tisch mitgenommen. Der Waffenschmied mit diesen Augenbinde. Also nehme ich den noch mit. Den habe ich, glaube ich, nur einmal mitgenommen. Und du bist einer? First, okay. Du bist der Jäger, okay. Gut. Schön. Wunderbar. Schmiedeofen. Können wir ja auch mitnehmen. Schmelzofen, genau. So, dann. Jo. Habe ich schon weiter? Aber nicht. Also machen wir mal Etiberg weg, Pilletstone machen wir weg, Dorf Dschungel lassen wir. Das können wir wegmachen. Und dann gehen wir zurück zum Bauernhof. Jo, ich hoffe, wir bekommen Mangroven. Da haben wir irgendwie so ein bisschen Probleme. Machen wir Diamanten. Das sind auch Smaragd, okay. So, und wo können wir den anderen Ballast? Ja, hier. So, Koppel brauche ich nicht. Wert muss ich noch lassen. Ja, meinen wollte ich ja auch noch. So. Also, Spinnenaugen haben wir hier auch. Ich werde auf die nächste Folge mal sortieren. Zuerst aber mal kurz essen. So, Kopf von Salmon möchte ich ein bisschen dekorieren. Also, der gehört irgendwo hierhin. Ich wollte hier aber auch nochmals kurz einen Halbstep hin machen. Auf diese Seite zum Beispiel. Hier und hier. Da sehen alle mit dem Boot oder von der anderen Seite. Oh, Fischer. Auch ein Fisch. Gut, dann haben wir noch gebratene Lachs könnten wir mitnehmen. Genau, Half-Step suche ich gerade. Ja, doch so einen dunklen Half-Step. Direkt safe so. Ziemlich gut. Und so langsam können wir wirklich auch die Baumaterialien herstellen, die so klein sind oder anders sind. Genau. Was haben wir denn? Okay. 10 Minuten Zeit, um uns runter zu graben. Wir haben einen Kessel mit Wasser. Die Sachen mache ich rein. So. Crafting Table kann ich. Ich mache mal einfach die Blöcke.
zu viel, aber ist nicht so schlimm. Und irgendwo rein hier. Gut, also wo könnten wir eine Mine bauen hier? Machen wir doch hier am... Machen wir doch hier irgendwo in den Berg rein. Ah, wir machen einen Fallschacht. Machen wir das Fallschacht hier. Da stört es niemand. Oder, ja. Ja, wenn jemand runterfällt, selber schon. Zum Beispiel der fahrende Händler, der könnte mal runterfahren. Aber nee, es ist ja nicht so, dass irgendwas kaputt oder weggehen würde. Außer vielleicht irgendwelche Dromedare oder so, die halt über die Zäune gehen könnten. Aber sieht das schön aus. So, Kupfer. Und hier haben wir Wasser. Aber nur kurz, bisschen Wasser. Okay, dann machen wir mal hier zu, damit wir ein bisschen tiefer graben könnten. Kohle müssen wir nicht mitnehmen. Ja. Ja. Was sind das für Dörfer gewesen? Das zählt schon zu Alpendörfer. Ja, Gebirgsdörfer eigentlich fast. Aber wirklich wunderschöne Dörfer gewesen. Ich sehe fast nichts, was das für Blöcke sind. Das ist ein bisschen zu viel. Das kann ich aber umstellen. Direkt sogar. Die Blöcke. Lebensdauerblöcke, ja. Das müssen wir wieder ein bisschen runterschreiben. Dann. Varianz runterstellen. Damit wir die Blöcke sehen, auch unten drunter. Okay, Eisen. Schön. Viel Eisen. Wunderbar. Irgendwo habe ich einen Zombie. Der ist irgendwo links hinten. Okay, Deep Slate. Also sind wir auf 120, wo sind wir? Wir sind sogar 4, ah ja, auf 5 oder so. Startet. Mhm. Was ist das Gelbe dort? Wir haben kein Eis, Gold oder so. Keine Ahnung. Wie viele hier gelbe Pixel sind. Oder ein Foxel. Ah, oh, ich hab's falsch gesagt. Kann man eigentlich überall, also Unreal Engine, auch Foxel einstellen, das wäre cool. Eigentlich Foxel sind besser als Pixel, weil sie Vierecken haben. Viereckig, oh. Und die Pixel haben einfach einen Ecken ab. Ja, keine Höhle, ne? Nix so, nur dieses keine... Quellenteil, unterirdische Weiher. Jetzt sind wir bei noch 20 Meter, 28 Meter. So. Auf dem Server macht mein sehr viel Spaß. Es ist irgendwie schon sehr lohnenswert mit einem Ski-System. Dafür haben wir im Singleplayer wirklich auch die Freiheit, schön zu bauen und so. Und andere Sachen zu machen. Aber ja, wirklich der Server, der macht sehr viel Spaß. Es ist auch manches ein bisschen schwieriger dort. Aber schaut am besten die Livestreams oder Aufzeichnungen auch die auf YouTube an. Und dann seht ihr, wie viel Spaß das macht. Manchmal auch sehr schwere Sachen. Nicht gerade immer so leicht wie im Singleplayer. Okay, das Biom finden. Ja. Und ja, es spielen auch ziemlich viele schon auf dem Server.
So, jetzt. Dann müssen wir auf diese Seite hoffentlich. Warte kurz. Auf diese Seite. Aha, Bilddruck. Wasser hinstellen. Und zwar hier oben. Da machen wir einfach. Dankeschön, dass du das lange brauchst. So, ja. Genau. Da sind wir sicher noch hier. Gut, und wir graben uns eigentlich in die andere Richtung. Machen wir hier so einen Bogen. Hier ist auch eine Höhle gerade kurz sichtbar gewesen. Ich glaube, die Minimap schwindet ein bisschen. Ich sehe jetzt gerade momentan gar nichts. Cave Layers. Jetzt ist die Minimap. Also machen wir einfach hier so eine Kehrtwende. Und gehen in die andere Richtung. Weil wir haben rechts, also im Osten und im Norden, dann das Dschungeldorf, dort will ich einfach nicht in die Nähe kommen. So. Da kommen wir gut dann wieder einen Block hin und gehe hier. Und hier kommt so ein Raum hin. So. Machen wir mal das Crafting Table hin. Machen kurz mit Meerbruchstein einen Ofen oder zwei, ja. So. Und dann könnten wir etwas brennen hier. Zum Beispiel das Eisen. Wir auch nochmal Spitzhacken. Super. Gut, dann mache ich mal hier. Nein, ich mache hier. Einfach mal einen Weg. Und dann tun wir immer in die Richtung, Streetman. Also dann müssen wir eigentlich nach links gehen am besten. Jo. Also Redstone haben wir schon mal. Aber ja, hier sind wir eigentlich noch nie Minen gegangen. Wir sind nur in einer großen Höhle gewesen. In einem Lush Cave. Mit den Azaleeblumen. Was heißt Lush Cave auf Deutsch? Ich habe es erst kürzlich gelesen. Lush. Das heißt Lush. Leere. Ja. Nein, leere ist nicht. Jo. Auf jeden Fall eine Höhle, die besonders grün ist. Schön beblüht von Blumen, die Nachtschatten sind wahrscheinlich. Die gerne Dunkelheit mögen sonst. Und die Leuchtbären leuchten ja besonders hell auf weite Entfernung scheinbar. Jo. Also wie wollen wir Bauernhöfe bauen? Ja, wir müssen einfach größere Häuser bauen. Schönen vor allem. Wir machen es jedem Tier sehr wohl hier. Auf dem Server habe ich einfach auf einer Insel sehr wenig Platz. Da mache ich es einfach ein bisschen unterirdisch. Machen so, wo die Leute auch ein bisschen zuschauen können, den Tieren. Ist sicher auch spannend. Aber ja, ihr dürft gerne auf den Server kommen. Müsst euch einfach ein bisschen aktiv halten. Weil wir können halt nicht jeden momentan schon gebrauchen. Es ist noch ein bisschen zu früh. Es hat schon jemand ein paar Blöcke, Sandblöcke hingestellt und die sind nervig zum Abbauen. Und mit der Würde die wegzumachen. Und jo, wir müssen halt auch beweisen können, wer es war. Und ja, das können wir nicht. Also wir haben einfach jeden mal kurz angeschrieben, ob er da nicht das gewesen wäre. Wäre cool, wenn das man einfach unterlassen könnte. Aber in einem so einem freien Spiel muss man halt auf die Regeln aufstellen und auch gegen die Regeln gute Plugins und so haben. Es gibt gute Plugins, wo man wirklich auch schauen kann, wer war es. Also es lohnt sich nicht, so dumme Sachen zu machen. Man hat es ja viel besser, wenn es einfach schön harmoniert alles. Jeder über den anderen kann lachen und ja, und unterstützen und so. Das ist ein toller Server, wo ich schon gemacht habe. Ich habe schon sich selber auch geholfen mit Livestreams, Let's Plays und so. Und alle haben es wirklich auch gerne gehabt. Manchmal ist es aber nicht so gut gelaufen auf fremden Servern. Da habe ich lieber selber ein bisschen mehr
Griff oder ein bisschen mehr Befehlen. Weil ich scheue eben die Arbeit nicht. So. Ja, heute ist ein bisschen ein Part, wo wir ein bisschen mehr Arbeit hatten. Ja, rollenspieltechnisch nicht so viel möglich noch. Aber sobald das Dorf im nächsten Part eigentlich angefangen wird, können wir ganz viel Rundspiel machen. Und mit den Tieren auch, also mit den Kühen ein bisschen reden. 1, 2, 3, 4. Aber wir finden noch keine Diamanten. Schade. Jo, vielleicht ja, gibt es halt nochmal so ein Part mit meinen, aber das ist jetzt nicht der nächste. Jetzt machen wir erstmal Pause. Diamanten haben wir ein bisschen gefunden im Dorf. Ich weiß gar nicht, haben wir mehr als zwei? Weil zwei haben wir im Dorf gefunden. Ich glaube schon, wir haben schon mal gefunden. Jo, Eisen gibt es aber hier viel. Komischerweise. Also ja, schon gut, dass es Eisen nach hier unten gibt. Aber könnten wir eigentlich weiter oben dann auch mal noch farmen irgendwann? So, wir haben aber alle ins Level, wir können schon mal verzaubern. Nur müssen wir halt mehr Leder und mehr Zucker haben. Genau. Ich werde eben noch das Biom zwischendurch suchen. Jetzt habe ich gerade Zeit. Ein bisschen spielen. Okay, ein Höhlengeräusch scheinbar. Auf der Map nicht so sichtbar. Gut, dann bedanke ich mich wieder. Ah, look. Look hier. Ich hab Diamanten gefunden. Viele. Wow. 4 Stück bis jetzt. Ja, 8 Stück. Hä? Waren 8 Stück. Ja. Und 9. Da oben war noch einer. Nein. 8 Stück, okay. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Wurde doch noch belohnt. Und ihr natürlich auch. Dankeschön und ja, sehr nett, dass das Projekt so gut ankommt. Auf weitere tolle Momente. Tschüss.